ich finde, dass es sehr schwierige Bedingungen waren oder die schon das Spiel auch beeinflusst haben, dass das Spiel vielleicht nicht so ein schönes Fußballspiel war. Trotzdem, glaube ich, haben beide Mannschaften versucht, auch was draus zu machen und zu spielen, so gut es ging. Aus unserer Sicht, glaube ich, das hat der Wolfsburger Trainer auch geteilt, haben wir eigentlich klar mehr Torchancen als der Gegner und müssen uns einfach belohnen, indem wir die einfachen Dinger dann ja wirklich in der Box aus 7-8 Metern dann machen. Eigentlich ist es bitter für St. Pauli jetzt unter den Bedingungen, eben dann einzeln verloren zu haben, aber für uns fühlt sich das natürlich sehr glücklich an. Wir können es auch richtig einordnen, war jetzt kein schönes Fußballspiel, aber insgesamt waren wir halt der glücklichere Sieger und die 3 Punkte nehmen wir natürlich gerne mit. Also wir haben ein anderes System gespielt als sonst, dass das vor allen Dingen defensiv gut funktioniert hat, was auch der Fokus war heute sicherlich. Ansonsten wissen wir auch, dass wir im Umschalten echt gefährlich sind, dass da unsere Jungs auch einen Schritt gemacht haben. Ein, zwei Elemente wie so ein Chipball, den wir mit reingenommen haben ins Training, wo wir auch zweimal gefährlich geworden sind in Umschaltsituationen. Das sind sicher Dinge, ja, die wir gut gemacht haben. Und wie gesagt, grundsätzlich auf die gute Defensivleistung, auf die stabile Leistung kann man sicherlich aufbauen. Thema individuelles Verhalten und sich clever verhalten, eben unter den Rahmenbedingungen, die jetzt aktuell da waren, ist natürlich schon ein Thema, wo man eben nachhaltig oder immer wieder daran arbeiten und darauf hinweisen muss, insgesamt mannschaftstaktisch, Ballbesitzspiel und so weiter. War halt heute nicht so ein Hauptthema, ne? Leider.